Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei The Way of Business TV. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Ludger Tripphauser. Und mir wurde gesagt, dass er einer der wenigen Deutschen ist, die im Oranje-Orden von, wie, magst du das nochmal wiederholen? Ritter in der Orde von Oranje-Nassau. Ritter in der Orde von Oranje-Nassau, liebe Zuschauer. Ja. Also ich selber habe davon noch nie gehört, finde es super spannend. Und lieber Ludger, erzähl mir mehr davon. Erzähl mir mehr von deiner Ritter-Heldenreise. Ja, ob das eine Heldenreise ist, weiß ich nicht. Aber zunächst mal ist das eine Auszeichnung, die ich vom niederländischen König in Empfang genommen habe, für die Arbeit mit den Niederlanden, die ich im 40 Jahre oder 50 Jahre meines beruflichen Lebens geleistet habe. Also eine besondere Anerkennung, fand ich auch ehrlich gesagt ganz toll und fühlte mich auch sehr geehrt. Aber wenn man mal auf meinen Lebenslauf zurückguckt, ich bin über 42 Jahre in der Verwaltung gewesen und ich glaube, dass es nur wenige gibt, die so in unterschiedlichen Feldern waren wie ich und auch über lange Zeit Verantwortung in unterschiedlichen Bereichen hatten. Von Hause aus bin ich Sozialarbeiter, das heißt, ich habe Sozialarbeit studiert und habe dann auch beim Kreis Borken in verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit gearbeitet und dann auch im Bereich der Jugendpflege, der außerschulischen Jugendbildung, wie das so ist. Ich war der Erste, der den Jugendhilfeplan einführen konnte, wo wir mal die Arbeit der Jugend ein bisschen planvoller für die Region gestaltet haben. War dann im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit verantwortlich, Maßnahmen zu entwickeln, mit Jugendlichen auch zu arbeiten, um auch immer wieder den Praxisbezug zu haben. Und habe dann, bin dann gewechselt, Stadt Bocholt, wunderschöne Stadt im westlichen Münsterland mit 24.000 Einwohnern, war da Jugend- und Sportamtsleiter, wobei der Sport mich immer begleitet hat, einerseits aktiv als Breitensportler, andererseits auch als Sportfunktionär. Ich hatte immer im Ehrenamt eine besondere Führungsaufgabe im Sport, ob das als Vorsitzender der Sportjugend war oder Vorsitzender des Kreissportbundes, Vorsitzender des der Sportvereine im Regierungsbezirk. Bis heute habe ich das noch und heute der Höhepunkt meiner Karriere im sportlichen Funktionärswesen ist der Präsident vom 1. FC Bocholt, ein sehr ambitionierter Fußball-Oberliga. Hat übrigens mal das so am Rande 1984 Bayern München knapp 2-1 unterlegen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das aber nur am Rande. Aber der Fußball hat insofern eine Bedeutung, weil der Fußball ein Realitätsmodell darstellt. Du kannst das wieder zurückführen auf deine Arbeit. Weil, wenn du ein Fußballspiel siehst, siehst du Charaktere. Und ein Trainer muss über eine hohe Führungsqualität verfügen, um eben diesen Spielerstamm von 29 hochbezahlten Profis oder auch im Amateurbereich mit unterschiedlicher Sozialisation, mit unterschiedlicher Sprache, mit unterschiedlichen Vorstellungen so zu einer Einheit zu führen, dass jeder das Gefühl hat, ich gehöre dabei und die Bedeutung und die Wertschätzung meiner Person wird mir entgegengebracht. Ja. Das war der Ausflug. Jetzt komme ich wieder zu. Ich war dann Jugendamtsleiter, Jugend- und Sportamtsleiter. War natürlich eine sehr interessante Aufgabe, auch eine sehr intensive Aufgabe, man kann sich das vorstellen. War dann ja für die gesamte Sozialarbeit verantwortlich. Das zog sich ja über Fragen der Unterbringung von Kindern bis hin zur Erziehungsberatung hin. Und man musste entsprechende Entscheidungen treffen. Dann wurde ich Büroleiter des Bürgermeisters 2000. Als zum ersten Mal der Bürgermeister gewählt wurde vom Volk, wurde ich sein Büroleiter. Das war natürlich interessant. Dann wurde ich Kämmerer. Büroleiter und Kämmerer. Ich hatte mich dann über mein Studium hinaus fortgebildet im Bereich der Finanzwirtschaft, aber alles rein persönlich und weil ich da einfach Interesse dran hatte. Dann fand 2004 eine neue statt und der CDU-Bürgermeister hat verloren und wir bekamen einen SPD-Bürgermeister und der holte dann natürlich auch einen neuen Kämmerer und einen neuen Büroleiter. Also ich glaube, ich war der Kämmerer mit der kürzesten Laufzeit. 6 Wochen war ich, glaube ich, Kämmerer. Und dann, ja, und dann wurde ich
umgesetzt. Und ja, das war politisch bedingt, da muss man auch drüber stehen. Und dann wurde ich doch vom Personalbereich und Organisation. Und da war ich dann verantwortlich für den, oder habe auch selbst dazu für gesorgt, dass wir einen kompletten Verwaltungsumbau vorgenommen haben. Mhm. Wir haben nicht nur ein paar Millionen im Jahr gespart, wir haben nicht nur Personal eingespart, wir haben auch strukturell die Verwaltung neu geordnet. Das heißt, wir haben Ämter zusammengezogen, wir haben outgesourced, zum Beispiel die Wirtschaftsförderung, die haben wir outgesourced. Weil wenn du außerhalb des Verwaltungsapparates dich bewegen kannst, bist du ja viel flexibler. Und ein Unternehmer, der will einen überhaben, der eine Entscheidung treffen kann. Und der nicht sagt, jetzt muss ich den fragen, den fragen, den fragen. Und dann haben wir auch noch die politischen Gremien. Das dauert so lange. Das haben wir dann realisiert. Wir haben die Gebäudewirtschaft, die Unterhaltung der städtischen Gebäude, outgesourced als Eigenbetrieb und so weiter. Auf jeden Fall ist das eingegangen in der Öffentlichkeit als die Triphaus-Papiere. So wurde es dann bezeichnet und unter dem Namen läuft es heute noch. Ja. Und all diese Erfahrungen. Und ich bin dann wieder Kämmerer geworden, nach, ich glaube, 2 Jahren Pause. Können auch 3 Jahre gewesen sein, ich weiß es nicht. Hat mich der Bürgermeister gefragt, ob ich nicht doch wieder Kämmerer werden will. Und dann bin ich Kämmerer geworden und Dezernent und war verantwortlich für Finanzen, für die Gebäude und für den ganzen Sozialbereich, einschließlich der städtischen Beteiligung, die wir so haben, wo die Stadt eben in Unternehmen engagiert ist. Ja. In diese Zeit fiel auch die große Flüchtlingskrise. Dafür war ich verantwortlich, die zu organisieren, und das ist sehr, sehr gut gelungen. Und ich habe da sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, gute und schlechte. Und zwar nicht von den Flüchtlingen, das ist ja normal, aber von dem Verhalten der Bochumer Bevölkerung. Klar. Und manche haben sich ja bei Diskussionen geoutet und ihre Gedanken mal offengelegt. Und das fand ich zum Teil erschreckend und auch nicht so schön. Ehrlich gesagt, manche waren sehr hilfsbereit, manche höchst reserviert und schimpften auch, wie das so ist im Leben. Ja. Aber ich konnte da viel Erfahrung sammeln. Mhm. Aus all diesen Erfahrungen, die ich im Laufe dieses doch sehr interessanten und weitreichenden Lebensstils sammeln konnte, fände ich es zu schade, wenn das nicht weitergegeben wird, wenn nicht Teile weitergegeben werden. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mich nochmal selbstständig als LHT-Consulting und berate Führungskräfte der Verwaltung zum Beispiel. Weil führen kann man nicht einfach so. Was ich festgestellt habe, ist, wir haben top ausgebildete junge Leute. Mhm. Aber in der sozialen Kompetenz gibt es Defizite. Im Führungsverhalten gibt es Defizite. Weil das kann man einfach nicht so. Das muss man ganzheitlich betrachten. Du musst wissen, wenn deine Mitarbeiter schlecht drauf sind. Ich konnte dafür sorgen, dass bei der Stadt Bocholt eine Leitkultur und eine Führungskultur eingeführt wurde. Das war ganz interessant. Wir haben für Leitlinientrainings gemacht, wir haben Führungstrainings gemacht und wir haben, die Führungskräfte haben sich von ihren Mitarbeitern beurteilen lassen. Offen. Mhm. Im Gespräch auch mit Moderatoren. Du musst auch einfach wissen, wenn man Prämien verteilt, dann muss ja begründet werden, warum der eine so viel kriegt, der andere so viel. Vor dir selbst muss man das ja begründen. Ja. Und es gibt immer Lebenssituationen, wo einer nicht so leistungsstark ist in einem gewissen Zeitraum. Das ist auch nicht schlimm, nur das muss man auch erkennen. Und das muss der Vorgesetzte ihm auch sagen mögen. Genauso wie dem Bürger. Da muss er stark genug sein, dem Bürger auch mal was Negatives so zu vermitteln, dass der Bürger trotzdem so vertrauensvoll ist. Und der klassische Beamte sich nicht hinter seinem Schreibtisch feststellt und seine hoheitliche Tätigkeit herauskehren muss, außer gewissen Unsicherheit heraus. Das sind Fragen, mit denen habe ich mich beschäftigt, mit denen da gebe ich Erkenntnisse weiter, da gebe ich Hinweise. Und der Vorteil ist ja, dass ich auch durch mein Studium in der Sozialarbeit und durch meine psychologischen Kenntnisse gelernt habe, zuzuhören und die Leute mitzunehmen. Das scheint mir jedenfalls gelungen zu sein. Jedenfalls kann ich das von mir behaupten, wenn ich auch entsprechend beurteilt worden bin. Okay. Und dann habe ich ein ganz neues Feld entdeckt,
Das ist der Vertrieb von Kaffee. Meine Tochter war so mutig und hat eine kleine Rösterei für speziellen Kaffee aufgebaut. Und sie röstet schonend relativ niedrigeren Temperaturen den Kaffee. Schonend, weil er lange geröstet wird, zwischen 12 und 15 Minuten. Und die Kaffeebohnen, die werden auch immer gezielt ausgesucht von Plantagen über die ganze Welt. Und ob das Bio-Kaffee ist oder ob die verbunden sind, ja, in Zwecken, zum Beispiel bietet sie einen Kaffee an aus Mexiko, wo die Kinder der Kaffeepflücker parallel geschult werden können. Und da geht ein Teil dieses Geldes in diese Projekte. Oder in Nicaragua, wo Frauen eine Kaffeefarm-Plantage aufgebaut haben, was ja auch selten war in den Ländern oder ist. Ja. Den Kaffee nimmt sie auch ab und unterstützt damit diese Tätigkeit. Und aus Guatemala, wo man jetzt eine Genossenschaft gebildet hat, oder gerade kommt man hier, schön eingepackt, können Sie sehen, ein Kaffee aus Äthiopien steht. Ja, man kann das sogar ein bisschen erkennen. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr drehen. Warte mal. Ja, das spiegelt ein bisschen. Warte mal. Noch mal ein bisschen in die Kamera halten. Ja, ich glaube, das geht aber. Sonst können wir das auch gerne verlinken später. Ja, okay. Oder ich habe hier den Kaffee. Das ist eine eigene Kreation von Sarahs Röstkaffee. So heißt die Rösterei. Das ist Schwarte Liebe ist der Spruch oder das Logo des Erhold. Die Schwatten, weil die schwarz-weiß spielen, ja. Und die Liebe zum Club. Und da gibt es eine eigene Röstung, eine eigene Kaffeeröstung, Schwarte Liebe, die Erfolgsbohne des 1. FC Bocholt. Das ist wieder stark. Ja, ja, cool, so ein Zusammenhalt entsteht ja in der Stadt. Genau, und diesen Kaffee kannst du erwerben übers Internet www.sarahsröstkaffee.de und das ist wieder eine neue Art, den Kaffee anzupreisen oder auch den Kaffee vermarkten. Denn was ich feststelle ist, ich war ja in vielen Unternehmen, bin ja jetzt noch für ein oder zwei Unternehmen tätig. Ich gehe zu anderen Unternehmen und du kriegst Kaffee angeboten und der schmeckt nicht. Oh ja, das kennen, glaube ich, viele Leute da draußen. Ich genau. Selber nämlich auch. So, und da sparen die Unternehmer dran, fälschlicherweise. Ja, das ist ein Riesenfehler in meinen Augen. Finde ich auch. Da teile ich ihre Auffassung voll. Und wenn ich dann schon sehe, dass da eine Crema drauf ist, dann weiß ich schon, boah, nee, den trinkst du besser nicht. Oder trink nur anstandshalber einen Schluck oder was weiß ich nicht alles. Oder sag von vornherein, du möchtest gerne ein Wasser haben. Bei Hotels habe ich das auch festgestellt. Da hast du Hotels, die sind im 4-Sterne-Bereich, im 5-Sterne-Bereich. Meine Tochter ist da ausgebildet als Hotelbetriebswirtin. Und ich habe das festgestellt, dann trinkst du Kaffee, er ist wieder gespart. Was ist denn dabei, wenn du eine Tasse Kaffee trinkst, die eben weniger und zahlst für das Kilo Bohnen mehr Geld? Ja, dafür hast du aber hohe Qualität und ist auch gesünder. Du hast keine Magenschmerzen. Ja. Zum Beispiel, das ist doch alles viel, viel besser und da kann ich nur jedem empfehlen, diesen Kaffee zu konsumieren und nicht am Kaffee zu sparen. Es ist ja schon nahezu pervers. Du gehst essen mit Leuten und hinterher gibt es ein Cappuccino und dann bestellen die sofort, aber mit viel Zucker. Warum tut man das? Damit man den Kaffee trinken kann. Ja. Und zu bitter ist. Ja, allerdings. Der Espresso. Ja, da muss viel Zucker bei. Ja, super. Also ich trinke immer nur schwarz. Ich kann das auch mit jedem draußen empfehlen. Genau, das ist die hohe Kunst. Und wer Milch und Zucker in den Kaffee tut, der muss daran gewöhnt werden oder der muss so erzogen werden, dass er langsam Milch und Zucker weniger in den Kaffee gießt. Ja, und wenn du dann den Kaffee schwarz trinkst, dann erkennst du erst richtig den Geschmack von tollem Kaffee und den bietet Sarahs Röstkaffee an und den vertreibe ich auch. Es ist schwierig, weil die Leute das Bewusstsein nicht haben. Ja? Hinzu kommt ja auch, dass in Deutschland Kaffeesteuer gezahlt werden muss. Du musst ja pro Kilo Röstkaffee 2,19 Euro Kaffeesteuer zahlen. Mhm.
Und da haben wir es in Bocholt besonders schwer, weil wir haben 20 Kilometer Staatsgrenze zu den Niederlanden. Und in Holland brauchst du das nicht bezahlen. Hast du schon mal per se, schon mal, wenn du in Holland kaufst, einen finanziellen Vorteil. Ich will jetzt über die Qualität des Kaffees nichts sagen. Ich will auch über die Qualität von den Großröstern nichts sagen, die so in 3 Minuten oder 2 Minuten eine Tonne Kaffee rösten oder was weiß ich machen. Dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Kann ich auch nicht. Was ich sagen kann, ist, dass dieser Kaffee, der in Sarahs Röstkaffee produziert wird, sehr, sehr, sehr gut ist. Und ich kann nur alle ermuntern, wenn es dann zu teuer ist, lieber eine Tasse weniger am Tag, dafür gehaltvoll und qualitätsmäßig hochwertigen Kaffee zu nehmen, als Kaffee. Ja, es ist halt ein Genussmittel und nicht einfach nur ein Konsumprodukt. So, ich habe das auch das Gefühl, dass in der Gesellschaft das häufig vergessen wird, dass es einfach sehr exzessiv konsumiert wird, anstatt einfach mal zu sehen, im Moment, das ist wie vieles da draußen ein Genussmittel. Und das muss ich nicht nonstop trinken und nicht irgendwie 6 Tassen am Tag, sondern vielleicht nur 2 oder 3. Und so ist es. Mehr, ne, Wasser trinken. So ist es, ja. Ja, finde ich eine sehr gute Einstellung. Finde ich auch super, dass du dich dafür einsetzt. Also das ist eine neue, ja, ich meine, jetzt kann man sagen, was macht der alte Herr mit 70, ne? Im Zuge der Diskussion, der Flüchtlingsdiskussion, wurde mir auch gesagt, Sie sind ja viel zu alt, um das Problem zu lösen. Da war ich noch nicht mal. Ja, da war ich 65. Ich habe über 65 hinaus gearbeitet übrigens. Ich habe 2-mal meine Pensionszeit verlängert. Das ging als Beamter. Ne? Also von meiner Seite aus, ich glaube, das nehmen die Zuschauer auch so wahr. Du bist ja jemand, der noch sehr aktiv wirkt mit 70. Du bist lebhaft voll da. Also was spricht dagegen? So, ich glaube, das ist auch immer nur eine Zahl, die am Ende da steht. Aber im Endeffekt ist es so, wie man sich innen fühlt und was man nach außen noch tragen kann. Und also von meiner Seite aus, wenn ich die Augen schließen würde, könntest du auch 50 oder 40 sein, so, das ist egal. Ja. Und wenn man eine gute Arbeit noch leistet, spricht da nichts dagegen. Nein, und du musst ja immer versuchen, dich auch mit anderen auf Augenhöhe zu unterhalten. Und man muss natürlich auch interessiert sein, nicht? An anderen und an Tätigkeiten von anderen. Ne? Das ist natürlich schon bedeutend. Ne? Ja? Und da hilft mir natürlich auch, wie soll ich sagen, erstmal habe ich das Glück, dass ich ein super gesundes Umfeld habe, familiär. Ich bin 47 Jahre verheiratet und und meine Frau hat mir da immer geholfen, hat auch den Rücken frei gehalten, ihre eigenen Interessen angestellt. Sonst kann man sowas alle gar nicht, dann schaffst du sowas nicht. Ich habe 2 Kinder, eine ist Informatiker, die andere ist Hotelbetriebswirtin. Enkelkinder, also das ist schon sehr beruhigend. Da kannst du natürlich auch bestimmte Dinge machen. Und dann brauchst du dich um dieses Umfeld nicht so große Sorge zu machen, wie das andere Menschen in bestimmten Lebenssituationen haben. Also da bin ich sehr dankbar für, dass das klappt hat. Da bin ich auch meiner Familie sehr dankbar. Das sage ich auch bei jeder Gelegenheit. Naja, jedenfalls, wenn man dann interessiert ist, auch an jungen Leuten, und da sind wir wieder beim Fußball, das hilft mir sehr, da kannst du wirklich die Charaktere übertragen. Ich hatte zum Beispiel als Personalchef und als Jugendamtsleiter und Sportamtsleiter sowieso viele Leute eingestellt, die aus dem Sport kommen. Mhm. Weil auch Sozialarbeiter, die aus dem Sport kommen. Weil beim Sport der Sport ist doch, das mag ich jetzt plakativ, immer in solchen Gesprächen, aber ich kann das auch wohl vertiefen, der Sport ist immer lösungsorientiert. Der ist weniger problemorientiert. Wenn du einen Ball am Fuß hast, dann musst du eine Lösung finden. Dann musst du wissen, wo spiele ich den Ball hin? Ja. Ja? Und da darfst du nicht denken, ach du dickes Ei, jetzt habe ich den Ball am Fuß, was mache ich jetzt? So, dass du, das darfst du nicht denken. Finde ich einen guten Ansatz, ja. Ja, so musst du dann versuchen, so kann ich das, was du auf dem Fußballplatz siehst, kannst du gut transportieren ins normale Leben. Und auch was die Führung betrifft. Wenn Sie mal die Gelegenheit, mit unterschiedlichen Trainern mit unterschiedlicher Qualität zu reden. Als ich verantwortlich war fürs Personal bei der Stadt Bocholt, habe ich entweder Leistungssportler zu Vorträgen geholt oder Fußballtrainer auch. Ah, okay. Warum?
Wie will ein Fußballtrainer, wie erklärt er der Nummer 17, dass er doch nächste Woche wieder auf dem Platz steht oder eben nicht auf dem Platz steht? Und trotzdem muss der ja mit Engagement bei der Sache sein. Und so ist das ja im normalen beruflichen Leben auch. Du musst ja versuchen, die Leute, die Menschen, die für dich arbeiten, die mit dir zusammenarbeiten und wenn du dann Führungsverantwortung hast, so zu begeistern, dass sie sich für die Ziele deines Unternehmens, was du vertrittst, oder für die Ziele einer Behörde engagieren. Ja. Das ist ja die hohe Kunst. Und das muss man, und das musst du versuchen umzusetzen. Und da hat mir der Sport immer mal geholfen. Weil Sportler haben immer erkannt, wie man seine... Den du da erklärst, auf jeden Fall. So ist es. So, und der Sportler lernt, seine Leistungsgrenze zu verschieben. Und er weiß auch, wozu er fähig ist. Und dann überschätzt man sich auch nicht, auch im beruflichen Leben nicht. Das ist ja auch die Gefahr. Du meinst, ach, habe ich oft genug erlebt, was der Tripp aus kann, kann ich ja auch. Nein, geht nicht. Erstmal kann man keinen nachahmen. Und zweitens, ich weiß ja gar nicht, welche Mühen oder ich mir unterzogen habe, um so weit zu kommen. Um das zu können und heute auch junge Leute, genau, und heute auch das weitergeben zu können an junge Menschen oder an Leute, an Personen, die gerne Führungsverantwortung übernehmen wollen. Okay. Ich möchte mal einhaken, so, warum, also du bist ja jetzt immer noch als Consultant tätig oder als Berater. Ja. Ich verstehe, dass du da einfach in den letzten, was ist richtig, über 40 Jahren einfach ein enormen Erfahrungsschatz aufgebaut, dass du noch ihn immer noch weiter ausbaust. Was für Leute sollten denn speziell zu dir kommen? Was meinst du so? Generell Führungskräfte oder eher im Verwaltungsbereich oder hast du da... Also eigentlich ist das egal. Natürlich, die meisten Erfahrungen habe ich im Verwaltungsbereich gesammelt, das ist völlig klar. Aber Menschen führen ist ja letztendlich egal, ob du das in der Verwaltung machst oder in einem Unternehmen. Also zu mir kommen welche, die entweder schon in Führungspositionen sind oder in eine Führungsposition hineinwachsen wollen. Ah, okay. Ja, macht natürlich auch durchaus Sinn, sich früh wie möglich da schulen zu lassen. So ist es. Damit man die Gleise richtig einstellt. So ist es, weil du kannst nicht einfach führen. Nee. Du kannst nicht einfach führen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, sich mit Führung auseinanderzusetzen. Das ähnlich könnte ich mir vorstellen, können auch Behörden zu mir kommen, um mal zu überlegen, wie können wir die Behörde zu einer modernen Behörde umfunktionieren. Da sind ja beispielsweise Digitalisierungsprozesse. Die sind ja noch gar nicht in der Behörde bis zum Ende gedacht, so will ich es mal sagen. Ja, definitiv. Oder nehmen wir mal Büros. Wofür muss jeder Mitarbeiter sein eigenes Büro haben, frage ich. Warum müssen wir Büros für 100% von Mitarbeitern haben, wo wir wissen, das ist jetzt eine gegriffene Zahl, aber ich könnte ich auch nochmal konkretisieren, wo wir wissen, dass 20% nie am Arbeitsplatz sind. Urlaub, Krankheit, Außendienst, die unterschiedlichsten Dinge. Ja. Ja? Und Corona hat uns ja gezeigt, wie mit Homeworking und mit Homeoffice im Rahmen von Homeoffice erfolgreiche Arbeit stattfinden kann. Ja, es funktioniert ja, das wurde ja bewiesen. So, und warum nicht. Muss man dann große Gebäude bauen? Warum? Oder vorhalten? Warum? Tja. Da wird es auch andere Möglichkeiten geben und in der Verwaltung muss dieser Ämter-Egoismus auch überwunden werden. Schöner Begriff, Ämter-Egoismus. Ja, das sollte vielleicht wirklich mal abgelegt werden, dass da mehr Zusammenarbeit stattfindet. So ist es. Und das hat man doch bei Corona. Verantwortlich für Corona waren die Gesundheitsämter. Und die sitzen entweder bei kreisfreien Städten oder bei Kreisen. Hm. Aber der normale Bürger, der will doch zur örtlichen Stadtverwaltung und will eine Antwort auf seine Frage hören. Ja. Interessiert ihn doch nicht Zuständigkeiten. Stimmt, das ist ihm eigentlich egal. Also ich glaube, das kennen auch so viele Zuschauer da draußen, dass man häufig mal in so ein Problem geraten ist, dass man dann irgendwo anders hingeschickt wurde und nicht verstanden hat, warum eigentlich. Und meistens will man es auch nicht verstehen, weil man ja einfach nur eine Antwort haben möchte. So ist es. Ah, okay. So ist es. Und es,
deswegen glaube ich, da ist ein Riesenveränderungspotenzial. Man muss sich nur darauf einlassen. Und die Zeiten, wo du von oben herab führst und vielleicht auch noch die Leute schlecht machst, die in deinem Umfeld arbeiten oder irgendwelche anderen Leute, dadurch, dass du andere schlecht machst, bist du ja selbst nicht besser. Du schaffst doch keine eigene Qualität, indem du andere schlecht machst. Das ist ja Quatsch. Nee, definitiv nicht. Aber das meinen noch welche. Ich habe mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich den richtig zusammenbringe, aber da erinnere ich mich gerade dran, Spruch gelesen. Was du in anderen siehst, ist ja im Endeffekt nur das, was in dir selber schon vorgeht. Genau. Ne? Also du hast ja, du kriegst ja immer was gespiegelt in der Außenwelt und von daher. So ist es. Ne, wenn man in einem anderen irgendwas Schlechtes sieht, ja, dann ist das vielleicht eher was Schlechtes, was vielleicht in einem drin sitzt, was man vielleicht selber nicht so akzeptiert oder erkennt, dass es da ist. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ja, da sollten sich, glaube ich, mal immer mehr Leute, das heißt sollte, ich glaube, da dürfen sich aber immer mehr Leute mit bewusst machen, weil wir es auch nicht anders gelernt haben, nur dass dieses Bewerten von anderen auch gleichzeitig immer eine Wertung gegen sich selbst ist. Ja, und da denkt man da nicht nach. Und sicherlich im Altersleben, im Altersprozess der Arbeit, da passiert das eine oder andere, das ist überhaupt keine Frage. Aber bei einer Reflexion muss man immer wissen, das darf nicht passieren. Genau. Gerade wenn man einen großen Verantwortungsbereich hat. Genau. Genau. Und du musst immer wertschätzend, fand ich, agieren. Und nicht niedermachen. Niedermachen ist einfach. Ja. Draufhauen ist ganz einfach. Ja. Aber den anderen erstmal zu akzeptieren und ihn dann, sagen wir mal, mit ihm in Anführungsstrichen zu arbeiten, auf die Ziele hin und ihn auch dafür zu gewinnen, oder zu begeistern oder deine Ziele auch nochmal zu hinterfragen. Ja? Wir haben zum Beispiel, ich hatte immer viel davon gehalten, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, damit wir Fragen aus der Praxis mal wissenschaftlich beantworten lassen oder umgekehrt. Und da haben wir ein Projekt in Bocholt gemacht, Zukunft statt 2030 plus, ja? Mit anderen Strukturen. Da hatten wir zum Beispiel auch die Frage der Bürgerbeteiligung. Wir hatten per Zufallsgenerator 100 Bürger ausgesucht und mit denen 3 Tage über die Schwerpunkte der Stadt Bocholt geredet. Wie Sie. Oh, spannender Ansatz. Ja, das Problem ist doch, ich meine, ich selbst weiß es doch, du sitzt da, du bist im Verwaltungsvorstand, du bist eine bedeutende Person, so fühlt man sich oder auch nicht, lass das mal weg, das war jetzt ein bisschen auch ironisch. Ja. Okay. Dann sagst du, ja, wir müssen jetzt da einen neuen Radweg machen und da einen neuen Radweg machen oder wir müssen da ein neues Jugendhaus bauen und was weiß ich nicht alles, weil das die Zahlen hergeben. Aber du musst es ja irgendwie auch in Prioritäten reinbringen. So, und dann diskutier das doch mal mit den Bürgern. Diskutier das nicht nur im Rat mit den Politikern, sondern diskutier das doch mal mit den Bürgern. Wie sehen die Bürger ihre Stadt? Wo sehen die ihre Schwerpunkte? Das ist natürlich für eine Verwaltung ein komplizierter Weg, kein einfacher Weg. Das ist auf jeden Fall etwas Neues, muss ich sagen. Genau, aber ein besserer, finde ich. Ja, das klingt auf jeden Fall mehr Rücksicht auf die Bürger. Also der Ansatz finde ich den schon sehr zukunftsweisend. Ja, das sehe ich auch so. Wow. Das ist, da muss man auch Geduld haben, da musst du auch nicht beleidigt sein, da darf man auch nicht meinen, dass die Bedeutung seiner Person in Frage gestellt wird, wie das oft so ist, dass da ein Angstgefühl entsteht. Das darf alles nicht sein. Das hat eigentlich einer, der von seiner Arbeit überzeugt ist, der seine Arbeit engagiert macht, gar nicht nötig, so zu denken. Das ist eine spannende Aussage, die du da sagst. Man hat es nicht nötig, sich angegriffen zu fühlen, wenn man von seiner Arbeit wirklich überzeugt ist. Das ist ein Satz. Das kann sich Den habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Wenn ich von Sarahs Kaffee überzeugt bin, dann habe ich doch kein Problem, diesen tollen Röstkaffee anzubieten. Das stimmt. da habe ich doch überhaupt kein Problem mit. Und da können ruhig andere sagen, der ist vielleicht 1 Euro teurer oder 2 als der von Großröster. Dann mag das alles sein, aber das kann ich doch gut vertreten. Da kann ich doch mit. Ja? So, und das tue ich auch. Und daran kann ich das sehen und das betrifft, daran kann ich das immer sehr schön deutlich machen an diesen Fragen und an diesen Erfahrungen aus dem Vertrieb von
Sarahs Kaffee, den kann ich in anderen Zusammenhängen an andere weiterverwenden und sie so stark machen. Ja, ich merke schon, du hast einfach da wirklich eine sehr weite Sicht, auch wirklich auf, also aus mehreren Perspektiven, das eingenommen, so wie es sich eigentlich für einen vernünftigen Berater gehört. Das finde ich sehr, sehr schön. Das wirkt auch alles sehr, sehr wertschätzend oder scheint sehr wertschätzend zu sein. Ich hätte jetzt noch so wie ich es verstanden habe, sollten auf jeden Fall Führungskräfte allgemein zu dir kommen, einfach um dann von deiner Arbeit zu profitieren, weil du so ein breites Spektrum auch schon erlebt und abgedeckt hast und immer noch aktiv drin bist, was, glaube ich, auch bei vielen wegfällt. Und jetzt möchte ich so abschließend einfach nochmal nachhaken, da du ja auch schon ein bisschen zu der älteren Generation gehörst, nur von den Zahlen her. Was bedeutet Zeit für dich? Also Zeit ist ein hohes Gut. Also Zeit ist jetzt sehr platt formuliert, ich weiß, ist ein hohes Gut, sagte jeder. Also Zeit bedeutet für mich auch, keinen Druck zu haben, keinen Stress zu haben, sondern das alles mit Freude zu tun, was du tust im Laufe des Tages. Mhm. Und dass du daran Spaß hast. Und wenn du nur wie Loriot herumsitzt und sagst, ich sitze, was tust du? Ich sitze hier herum. Und du hast Spaß daran und deine Rahmenbedingungen lassen das zu, dann ist das toll. Ist das auch eine tolle Zeit. Und wenn du auf dem Fußballplatz stehst und Emotionen Einlauf lässt, in gewissen Grenzen natürlich, ist das auch schön. Das ist auch freie Zeit. Und wenn ich mit Menschen rede, ist das auch freie Zeit. Und wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, ist das auch eine schöne Zeit. Also. Gut, finde ich ein schöner, also gefällt mir. Also, ich weiß nicht, wie die Leute das da draußen sehen, aber von meiner Seite aus könnte ich das unterschreiben. Es ist doch schlimm, wenn Leute nicht mehr sitzen können, weil sie unruhig sind. Das ist doch eigentlich schade. Sich immer treiben zu lassen und immer meinen, ich muss das machen, jetzt kann ich hier nicht sitzen, weil, ach, da verpasse ich dieses, da verpasse ich jenes. Du musst doch auch zu einer inneren Ruhe. Und die Zeit muss man nicht so in, was du dieses Wort auch nehmen. Ich merke schon, du bist da wirklich sehr, sehr rund im Ganzen. Das wirkt sich auf deine Art einfach aus und du bringst das auch rüber. Also ich glaube, es ist für viele, gerade für Führungskräfte da draußen, die sich bestimmt häufig gestresst fühlen, gerade in der heutigen Zeit und auch in den letzten Wochen und Monaten, durchaus wertvoll, sich mal mit dir zusammenzusetzen und zu schauen, wie man da zusammenarbeiten kann. Ich darf Ihnen noch mal eins sagen vielleicht. Vielleicht ist es auch so ein Leitmotiv von mir. Und ich habe auch sehr, sehr viel Stress erlebt. Aber es war keiner da, hatte keiner verdient, mich so zu ärgern, dass ich nachts deswegen nicht schlafe. Das hat sich keiner erarbeitet. Das ist sehr gut. Keiner hat es verdient, dass du nachts nicht die Augen zumachst. Ja, das stimmt schon. Da soll ich über einen anderen nachdenken, dann muss ich doch verrückt sein. Also muss ich lernen, damit umzugehen. Ah ja, spannend. Ich glaube, da würden sich gerne da viele Leute da draußen was von abschneiden. So, deshalb. Also wenn da Bedarf ist, und eins kann ich auch sagen, wenn ich zu einem komme, ich bringe guten Kaffee mit. Da hast du schon mal eine super Basis. Besser kann man doch gar nicht starten. Oder? Ja. Ja super, Ludger. Wie kann man dich erreichen? Also mich kann man erreichen über Internet. www.lht-consulting.de oder über ludger.trippaus@retraced.de und telefonisch über Handy 0171 979 8027. Super, packen wir alles auch nochmal in die Shownotes rein, unten in die YouTube-Beschreibung, in das Video. Und dann können sich vor allem die Führungskräfte und Verwaltungsapparate gerne mal mit dir in Verbindung setzen oder auch nur Leute, die einen super leckeren Kaffee möchten. Den Link packen wir auch noch dazu. Die sollen gerne im Café kommen. Ich würde mich freuen, wenn ich die einen und im Café begrüßen kann. Ja, super. Ja. Okay, dann sage ich vielen lieben Dank, Ludger, gerne. Für diese wunderbaren Inhalte. Ich habe von meiner Seite aus einiges mitnehmen können. Ich hoffe, die Zuschauer da draußen auch. Das ist jetzt out of air, oder was? Bitte? Was du jetzt gesagt hast, war noch Teil. Okay. Alles gut. Genau. Gut. Und in dem Sinne. Wünsche ich dir alles Gute und danke.
den Leuten in Bocholt und dir. Dankeschön.